Servus Bayern an, bei mir ist jetzt Jacky, servus. Servus, grüß dich. Jacky, wir suchen jetzt deinen Traummann. Okay, ja. Nicht, oder? Nein, sicher, freilich. Warum? Probieren wir. Probieren wir es. Okay. Magst du erst einmal was von dir erzählen? Also ich bin Jacky, ich bin 20 Jahre alt und ich bin dazu gezwungen worden, das muss man von den Mädels so sagen, weil ich von 5 Mädels das einzige Single bin, gell? Muss man unterstützen. Aber du hast dich schon freiwillig hergeguckt? Wegen zwei Maß, gell? Also, okay. Das, da hat es ja Erpressung gegeben von denen. Also nicht freiwillig. Naja, fast zu 80%. 80%? 80%, genau. Aber trotzdem suchen wir deinen Traummann. Ja. Magst du noch, trotzdem noch ein bisschen was von dir erzählen, wo du her bist, wie alt du bist, ja, und was du machst? Ich bin Jacky, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Schneiding, Oberschneiding. Okay. Muss ich erzählen, was ich hier mache? Oder? Ja, was du treibst halt. Ist Shoppen ein Argument? Shoppen ist ein Argument? Shoppen ist ein Argument, ja. Aber ist das dann jeden Tag, oder was? Ja, nein, aber meines Arbeiten tue ich halt. Okay. Und wenn nicht shoppen? Ja, mit Freundinnen treffen, mit den Mädels, die mich da ambitioniert haben dazu. Dann muss dein Traummann mit zum Shoppen? Oder darf er daheim bleiben? Das war nicht schlecht. Der muss Zeit zum Shoppen haben, der muss Zeit zum, auch zum Shoppen haben. Der muss viel Zeit für mich haben. Aber du darfst schon noch was anderes sein mit dem Mann. Ja, freilich, sicher. Okay, alles klar. Wie soll denn sonst sein, dein Traummann? Also, der müsste eigentlich sportlich sein. Aber ich muss mir nicht ansieht, aber er müsste sportlich sein. Ja. Warum soll ich mir das dir nicht ansehen? Ja, keine Ahnung, weil ich jetzt nicht so die Sportkanone bin, deswegen meine ich. Okay. Aber so grundsätzlich soll er sportlich sein, der soll ja braun sein, also nicht blond, braunhaarig, braun gebrannt. So wie du? So wie ich, ja genau. Und vom Charakter her lieber einen ruhigen oder schon einen auftreten? Ja, der darf mir schon Meinung einmal sagen, so wie es ist. Also, ja. Er muss auch dagegen halten können, weil... Sicher, der muss da schon mal am Tisch schauen und sagen, Dirndl, so geht's nicht. Sonst kommt er gar nicht an, gell? Ja, eben. Sonst verliert er. Du, gibt's irgendwas an dir, wo du sagst, da habe ich eine kleine Schwäche? Ja, ich mag Schokolade. Und ein Bier. Das ist meine einzige Schwäche und das sag ich gar nicht. Ich glaube, mit Bier, da kommen die meisten Männer zurecht. Ja, das glaube ich auch so. Ein, zwei Messerl müsst ihr da jetzt schon verdrungen. Okay, ja, trinkfest soll er auch sein. Genau, jetzt hast du gesagt, trinkfest soll er das auch. Okay. Genau. Gibt's irgendwas am Männer, was du nicht erbackst? Aber das ist jetzt eine schwierige Frage. Auch wenn sie aggressiv sind. Okay. Genau. Okay, aber sonst bist du offen für alles? Ich bin offen für alles. Ja, das ist jetzt ein blöder Ausdruck. Ja, ja. Für fast alles. Wir wissen, wie es gemeint ist. Genau, ja. Okay, super, Jacky. Das war's jetzt schon wieder. Wenn ich Football spielen darf, das war ja super. Okay, und dann eher so einen richtig Braten. Genau. Keinen von den Leifen. Nein. Schon so die richtigen Mann. Ein Brackel. Ja, jetzt hast du gesagt, ein Brackel, genau. Okay, super. Also wenn es ist, ein Brackelsatz, dann meldet euch bei ihr. Führt euch.